Die Schilddrüse ist ein paarisch angelegtes Organ und befindet sich hier am Hals. Ich kann es am Modell zeigen. Das ist die Luftröhre, das ist der Kehlkopf und die Schilddrüse hat einen rechten und einen linken Lappen und umgreift Kehlkopf und Luftröhre, so wie Sie es hier erkennen können. Schilddrüse ist ein hormonproduzierendes Organ, stellt vor allen Dingen das eigentliche Schilddrüsenhormon her, was einen großen Einfluss hat auf Grundumsatz, Stoffwechsel, auf geistige und körperliche Entwicklung, auf Kreislauf- und Stresssituationen und zusätzlich noch ein weiteres Hormon, was für den Knochenstoffwechsel eine gewisse Rolle spielt. Das ist die eigentliche Aufgabe der Schilddrüse. Die Schilddrüse kann prinzipiell in ihrer Funktion erkranken, das heißt, es gibt sogenannte Überfunktionen oder Unterfunktionen. Zusätzlich können sich Knoten in der Schilddrüse bilden. Knoten sind immer Neubildungen und Neubildungen können sowohl gut als auch bösartiger Natur sein. Bei einer Schilddrüsenüberfunktion sind die Symptome vermehrtes Schwitzen, Haarausfall, Durchfälle, Zittrigkeit, Unruhe. Bei einer Unterfunktion wäre es eher das Gegenteil, aber auch hier kann Haarausfall auftreten. Im Regelfall sind die Patienten aber eher müde und abgeschlagen. Primäre Untersuchung ist die klinische Untersuchung, das heißt, der Hausarzt oder der behandelnde Arzt sieht entweder eine Vergrößerung der Schilddrüse oder kann diese tasten durch eine Untersuchung am Hals. Weiterhin können Laboruntersuchungen durchgeführt werden, Blutentnahmen und wenn sich der Verdacht ergibt, dass eine Schilddrüsenerkrankung vorliegt, gibt es weitergehende Untersuchungen, Ultraschall, Schilddrüsenszintigraphien und dann muss entschieden werden, ob eine weitergehende Behandlung notwendig ist. Schilddrüsenerkrankungen können sowohl medikamentös behandelt werden als auch operativ. Operationen kommen immer dann in Frage, wenn zum einen die konservative, also medikamentöse Therapie am Ende ist oder versagt und wenn der Verdacht besteht, dass einer der Knoten in der Schilddrüse, im Regelfall sind es dann Knoten, möglicherweise bösartig ist und es um eine entsprechende Abklärung geht. Bei einer Operation wird das erkrankte Gewebe an der Schilddrüse entfernt. Dazu wird eine Wunde am Hals gesetzt, um die Schilddrüse freizulegen und entweder beide oder nur eine Seite der Schilddrüse wird entfernt. Der Zugang richtet sich nach der Größe der Schilddrüse. Die Schilddrüse kann, normal wäre sie etwa 20 Milliliter groß, kann bis zu 300 Milliliter groß sein und immer befundadaptiert ist dieser Schnitt, das heißt, so klein wie möglich und so groß wie nötig. Spezielle Risiken bei jeder Schilddrüsenoperation sind Funktionsbeeinträchtigungen der Stimme, das heißt, der Stimmbandnerv, der hinter der Schilddrüse in den Kehlkopf zieht, auf jeder Seite, ist potenziell gefährdet bei einer Schilddrüsenoperation. Zusätzlich kann eine Funktionsstörung der sogenannten Nebenschilddrüsen auftreten nach einer solchen Operation. Beides ist jedoch sehr selten. Nach der Operation müssen Sie, wir sagen lebenslänglich, Medikamente nehmen, um die fehlende Hormonproduktion der Schilddrüse zu ersetzen. Das ist heutzutage ganz einfach. Eine kleine Tablette, eine halbe Stunde vorm Frühstück und das Leben geht ganz normal weiter. Bei einem unkompliziert verlaufenden Eingriff, und das ist die Regel, etwa 3 bis 4 Tage. Frauen sind prozentual häufiger betroffen von Schilddrüsenerkrankungen. Mag daran liegen, dass Frauen vielleicht auch häufiger zum Arzt gehen. Wir verschließen die Wunde mit einer fortlaufenden, sehr feinen und vom Körper auflösbaren Naht. Das heißt, ein Fadenzug entfällt
Und durch die Verwendung dieser Nahtmethode entsteht eine möglichst zarte Narbe hinterher, denn am Hals ist dies besonders wichtig. Unter einem Kropf versteht man schlicht und ergreifend eine Vergrößerung der Schilddrüse. Der Kropf war früher deutlich verbreiteter als heutzutage. Seit Jodsalz überall zu haben ist und teilweise auch Trinkwasser jodiert wird, ist die Inzidenz großer Kröpfe deutlich zurückgegangen, obschon hier im Oberland noch ein Endemiegebiet ist. Grundsätzlich nicht, auch in jungen Jahren, also im jungen Erwachsenenalter, 18, 20 Jahre, kann es schon Schilddrüsenknoten geben, gibt keine wesentlichen Altersunterschiede. Meines Erachtens ja. Wir sind bestrebt, die Indikation sehr streng zu stellen. Das heißt, es wird genau geschaut, was bei den Befunden der Schilddrüsenuntersuchungen herausgekommen ist, um zu filtern, ist die Operation notwendig oder geht das Ganze auch mit konservativer Therapie. Wenn Sie überlegen, dass etwa 50% der deutschen Bevölkerung eine Schilddrüsenvergrößerung haben und etwa 20-30% einen krankhaften Befund an der Schilddrüse, sind 120.000 Operationen im Jahr gar nicht mehr so viel. Schilddrüsenerkrankungen entstehen gehäuft in Jodmangelgebieten, wie hier im Alpenvorland, wobei das heutzutage bei überall verfügbarem Jodsalz und auch Seefisch, der sehr viel Jod enthält, nicht mehr so im Vordergrund steht. Weiterhin gibt es familiäre Häufungen von Schilddrüsenerkrankungen und genetische Veranlagungen dazu.